Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Beim letzten Mal haben wir die Eis-Pikmin entdeckt, haben Russ gerettet und sind in dieses Loch hier gesprungen, wo wir gerade stehen. Wir werden dieses Loch heute erkunden und dann werden wir endlich rausfinden, was mit Russ passiert ist. Seid ihr bereit, Jungs? Ich habe gehört, ihr seid bereit. Oh! Hm? Seht euch nur diesen roten Nektar an. Ich frage mich ja. Das Ultra-Motivier-Spray. Ein Spray auf Basis eines roten Nektars, dessen Bestandteile extrem motivierend wirken können. Welche Nebenwirkungen das Spray haben kann, ist allerdings unbekannt. Ich glaube, dass es sich hierbei um den ultramotivierenden Nektar handelt, von dem im Logbuch die Rede war. Fülle ihn vorsichtig in eine Flasche, bevor du ihn in deiner Tasche verstaust, damit es keine Flecken gibt. Ultramotivier-Essenz scheint es hier an vielen Orten zu geben. Die könnte uns sehr nützlich sein. Ja, dann arbeiten die doppelt so schnell, meine ich, und sie machen auch wesentlich mehr Damage. Ah, da ist ja ein guter Moment, um dir zu erklären, wie du Items verwendest. Öffne die Aktion, in die du Y gedrückt hältst. Öffne damit Hilfe von linken deine Tasche. Da findest du alle deine Items. Such dir einfach heraus, was du gerade brauchst. Ja, für die brauchen wir erst das Elektro-Pikmin, was da ganz hinten gammelt. Attacke! Dein Feuer juckt ihn nicht. Ich kann ja mal gucken, ob ich die von da oben aus runterscheuchen kann. Ja, klappt. Dann warte ich eben kurz auf meine 5 Pikmin. Macht mal Abtransport, Jungs. Und Mädels. Entschuldigung. Braver Junge. Ja, ich habe ja schon verstanden, war. Ist das eine neue Pikmin-Art? Ich werde gleich einmal in Olimars Logbuch nachsehen, ob er etwas über diese Art geschrieben hat. Gelbe Pikmin. Ich beschloss, die hellen Pikmin mit den Ohren fortsetzen, gelbe Pikmin zu nennen. Der Name gefällt mir deutlich besser als Ohren-Pikmin. Elektrizität macht ihnen nichts aus und wenn man sie wirft, liegen sie sehr hoch. Außerdem können sie gut graben. Resistent gegenüber Elektrizität? Das ist ja unglaublich. Woraus bestehen diese Pikmin nur? Jedenfalls können sie uns sehr nützlich sein. Aber sei vorsichtig, wenn du sie einsetzt. Wir haben bisher nur wenige. Ihr seid gute Gräber. Watching kann aber auch gut graben bei ersten Bauwau. Ja genau, nehmt das mal mit. Ihr könntet hier eh nur wenig ausrichten. Noch mehr Gelbe. Wartet, bevor ihr den Abtransport macht. Hab den schnelleren Weg. Alter, ist hier unten viel. So, gelbes Pikmin. Mach kaputt. Ich würde ja den anderen sagen, geht da helfen, aber die würden gebrutzelt werden. Lass das mal zwei rote machen.
hier geht's noch weiter runter. Dann nehmen wir das auch mal mit. Das ist, glaube ich, ein Tafelschwamm. Vielleicht gibt es ja auch von verschiedenen Sorten irgendwie eine Liste. Also da wir jetzt Fortschritt 50% haben, denke ich mal, dass das die zweite, auch die letzte Ebene ist. Um Gottes Willen, da brennt's. Oh. Ist hier irgendwo jemand gestrandet? Offenbar finden wir noch ein weiteres Besatzungsmitglied heute. Mach das mal kaputt. Den gelben Pigment, sage ich mal, arbeitet dort. Abtransport, Jungs. Wir gucken da gleich noch mal vorbei. Machen wir erstmal das Feuerzeug hier weg. Das da in der Mitte sieht so aus, als ob da mich gleich was angreift. Nee, das ist was zum Abbauen. Das ist eine Süßkartoffel. Das da ist ein Gegner. Okay. Schön, du transportierst das da mal ab. Wir gehen jetzt mal den Typen jetzt einsammeln. Bin gespannt, wie wir jetzt noch gerettet haben. Ich krieg den doch nicht umsonst. Doch, Otschin. Aber das hier nehmen wir vorher mit. Da ist ja Otschin. Als wüsste er, dass ich ihn brauche. Oh, funktioniert nicht. Denn anders. Abtransport. Wen haben wir gerettet? Ich glaube, wir haben einen weiteren Kollegen von der Rettungscrew gefunden. Schnell sehen wir uns die Visitenkarte an. Schatzexperte Schnoss. Haben wir Planet Sigurai. Ein weit gereister, höchst angesehener Gutachter. Basiert auf seiner Methode wurde eine zuverlässige KI entwickelt. Moment mal.
Das ist kein Rettungs-Crew-Mitglied. Wer kann das bloß sein? Und wie ist er hierher gekommen? Der Visitenkarte zufolge handelt es sich um einen Schatzexperten. Was macht denn so jemand auf diesem Planeten? Ich frage mich. Erinnert ihr euch noch an das Logbuch, das uns zusammen mit Captain Olimas SOS-Signal übermittelt wurde? Wer es auch empfangen hat, ist er vielleicht hierher gereist, weil ihn die Schätze interessieren? Und dann ist er abgestürzt, so wie Captain Olima. Das halte ich für die logischste Erklärung. Ich hoffe ja, dass er der Einzige ist, aber... Nun, wir sollten die Augen nach weiteren Gestrandeten offen halten. Es könnte hier noch weitere Personen in Not geben. Wie es aussieht, haben wir eine weitere Mission. Ihr wisst, was zu tun ist. Otschin und Shining. Hilfe für die Gestrandeten. Neben Captain Olima und der Rettungskuh sind wohl noch andere auf diesem Planeten gestrandet. Auch wenn es schon genug zu tun gibt, suche nach ihnen und rette auch sie. Irgendwas werde ich davon haben, die zu retten. Genau, helft ihr da mal beim Abtransport, die ich hier habe, die werden reichen dafür. Attacke! Und kaputt! Um Gottes Willen, ein paar wurden zerquetscht. Oh, ich kann die Basis hierhin verlegen. Ja, toll. Das hätte ich gern früher gesehen. Ich muss schon sagen, mit 15, 20 Minuten lade ich beim letzten Mal echt gut mit der Zeit. Ich habe 20 Minuten jetzt hierfür gebraucht. So, wie heißen die Dinger alle? Nach dem Schiff? Unauffällige Köstlichkeit. Leuchtende Schmiere. Staubbeet. Schatz der Erde. Das Schokoladenschiff. Und der Knabberkreiskeks. Ein bisschen schade. Wie viele wurden da jetzt zerquetscht? Ich glaube 9. Ja, 9. So, mit den Elektropigment sollten wir uns die Knolle jetzt gönnen können. Wo liegt denn das Problem? Oh, verstehe. Manche Pigment wollen dir nicht an die Oberfläche folgen, ja? Es scheint ein Limit zu geben, wie viele Pigment und wie viele Arten von Pigment gleichzeitig an der Oberfläche sein können. Aber um die anderen musst du dir keine Sorgen machen, wenn du eine Truppe auswählst. Alle verbleibenden Pigment warten in der Zwiebel an der Wiegel. Hoffentlich habe ich meine gelben jetzt bei mir. Ja, von jedem mal 10 dabei haben. Kann nicht falsch sein. Ja, dann fischen wir das Ding da mal runter. Genau, grab das mal aus, trag das runter und dann lasse ich das die Roten tragen. Hier vorne irgendwo war so ein Elektroding, was eingerissen werden will. Ja, genau, da. Da können wir heute wahrscheinlich nicht mehr durch, aber wir können es ja zumindest schon mal einreißen. Ich könnte ja danach auch durchsprinten und da das einsammeln. Du kannst jetzt 10 Pigment mehr mitnehmen. Damit sollte das Erkunden um einiges schneller vorangehen. Ja, jetzt kann ich mit 40 Pigments rumrennen, ne? So, ich pack mal alle außer den gelben jetzt mal da rein. Und schön, sammel das mal weg. Du kannst ja nicht drauf gehen. Also das Zeug lasse ich liegen. Ich will jetzt nur die Elektrotüte da nach unten schieben.
Oh, dich muss ich eigentlich abwerfen. Die, von denen kriegt man nur was, wenn man sie abwirft. So, schieb das mal runter. Dann grab das mal noch aus. Das können wir vielleicht auch noch mitnehmen. So, alles andere müssen wir jetzt liegen lassen. Schade, dass neue Pikmin draufgegangen sind. Da wären wir wieder daheim. Und wir haben Rust mitgebracht. Und den anderen Typen. Diesen Schnoß. Satellitenschild. Ach, nur weil der Satellite draufsteht. Der Schicksalsweiser, Zeitmechanismus und Drachenaugen-Doppelteleskop. Das Schiff vergibt seltsame Namen. Willkommen zurück, Russ. Es freut mich, dass du alles gut überstanden hast. Ich war unbesorgt. Schließlich konnte ich auf das von mir selbst entwickelte Notausstiegssystem vertrauen. Das war natürlich sehr hilfreich, doch ich wünschte, du hättest auch uns anderen erklärt, wie man es verwendet. Wenn ein Notfall eintritt, sollte ein Notausstiegssystem schließlich intuitiv und einfach in der Handhabung sein. Also, jetzt wo du zurück bist, was? Hätte ich da eine Frage. Sind dir schon einmal Steine wie dieser Glitzerstein aufgefallen? Oh ja. Ach, mein lieber Colin. Nicht nur sind mir diese Steine bekannt, ich habe sie auch bereits vollständig analysiert. Dabei fand ich heraus, dass sie bei Hitzen ihre feste Form verlieren und sie sich nach Belieben formen lassen. So, ihre Eigenschaften ändern sich, wenn sie bestimmten Stimuli ausgesetzt sind. Ein wahrhaft vielseitiges Rohmaterial. Prima. Verstehst du wohl nicht? Dies ist die ultimative Entdeckung. Nach einem solchen Material habe ich schon immer gesucht. Ich globiere zurzeit die 3D-Drucker, damit wir das Material nutzen können, sobald du es zur Biege gebracht hast. Es wird von größter Wichtigkeit sowohl für meine Arbeit im Labor als auch für andere Bauprojekte sein. Das ist ja richtig toll, Russ. Ich wusste doch, dass wir gut beraten waren, einen Materialwissenschaftler mitzunehmen. Mit dir an Bord wird unsere Rettungsmission bestimmt noch reibungsloser als bisher verlaufen. Unsere Kollegen von der Rettungscrew sollten wir jetzt auch schneller finden können. Da wir gerade beim Thema sind, außer Captain Olima und unseren Kollegen, haben wir noch weitere Gestrandete gefunden. Vielleicht gibt es sogar noch mehr Leute, die hier gestrandet sind. Sollen wir in der Sache unternehmen, Chefin? Uns bleibt nur eines, die alle zu retten. Es war ganz egal, wie viele Leute es geht. Sobald wir sie hierher gebracht haben, überlasse ich es dir, sie mit allem zu versorgen, was sie brauchen, Colin. Verstanden, Chefin. Wieder eine Sache mehr zu erledigen. Na, wir haben jetzt was. Ach, die Fanfare ist immer schön. Da links steht er. Was ist denn jetzt mit diesem Schnusen? Bilde ich mir das ein oder ist Otschen über Nacht wirklich ein ganzes Stück gewachsen? Das ist für Hunde seine Rasse normal. Es wäre nur, dass er jetzt ausgewachsen ist und voll ausgelastet werden kann. Oh! Die Pikmin heulen heute ganz unbeschwert herum. Ja, ich glaube, sie wissen, dass Otschen auf sie aufpasst. Immerhin ist er jetzt erwachsen. Es freut mich jedenfalls, dass sie sich so gut verstehen. Ja, super.
Ja, ein weiterer Vorteil von Oceans Wachstumsschub ist, dass er sich jetzt auf Motivation sammelt. Mit dem richtigen Training ermöglicht sie ihm, neue Fähigkeiten zu erlernen, die er bei unseren Einsätzen gut gebrauchen kann. Sieh dir nur an, wie motiviert er gerade wirkt. Wollte gerade sagen. So motiviert sah er jetzt nicht aus. Captain's Crew, auf eure Stationen, bitte. Verstanden. Ich erkläre die Strategiebesprechung für eröffnet. Das Wichtigste zuerst. Russ, bitte bring uns auf den neuesten Stand bezüglich der Verbesserung an der Beagle. Aha, mit dem größten Vergnügen an für euren Shepard. Die Verbesserungen sind nämlich abgeschlossen. Die Beagle verfügt nun über die Fähigkeit, gesammeltes Rohmaterial im vielseitig einsetzbaren Ton umzuwandeln. In dieser neuen Funktion ist es nun kein Problem mehr, Objekte direkt vor Ort zu bauen. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, wie wir diese Funktion nutzen werden, aber das war ausgezeichnete Arbeit. Eine Sache noch. Wenn ihr mir Rohmaterial bringt, kann ich in meinem Labor praktische neue Hilfsmittel und Items herstellen. Die zweifelsohne werden sie bei unseren Einsätzen von großem Nutzen sein. Ah, dann sollten wir also nicht nur Schätze, sondern auch Rohmaterial sammeln. Vorrang haben wir noch unsere vermissten Kollegen. Wir verlassen uns auf euch, Shining und Otschin. Ah, und es gibt etwas, das ich später mit euch besprechen möchte. Geht dabei um Otschins Training. Diese Strategiebesprechung ist hiermit beendet. Verstanden. So, erstmal will ich mit ihm reden. Erlaube mir, mich erneut vorzustellen. Mein Name ist Russ. Ich bin sozusagen das Gehirn dieser Mission, der Rettungscrew. Aus deinen Rohmaterialien sowie meinen handgefertigten Komponenten kann ich diverse Items und Hilfsmittel anfertigen. Dann schauen wir rein, ne? Ich kann mit Stolz sagen, dass meine Erfindungen unübertroffen sind. Mein zweiter Vorname ist Perfektion. Im Austausch gegen Rohmaterial erhältst du von mir Hilfsmittel. So leistest du auch du einen Beitrag zu meiner Forschungsarbeit. Gelegentlich gehen mir allerdings die Komponenten aus. Geschieht dies, besuche das Labor einfach am nächsten Tag. Okay. Die Erkundungsdrohne. Oh, das Ding wirkt sehr praktisch. Das hier, das will ich die ganze Zeit haben. Das wird gekauft. Damit kann ich die auf einen Punkt schicken. Alter, der Typ ist ja mega praktisch. Okay, ein Flammenschutz für den Otschin. Und das ist ein Feuerschutz für mich. Der Knochen, der heilt Otschin. Das Notfallkit heilt mich, wie es scheint. Oh, und damit kann ich die Gegner lähmen. Ich nehme mal diese Prototypen alle. Jeder liebt Pick-Pick-Karotten. Doch manche davon sind viel zu bitter und somit für uns ungenießbar. Die Kreaturen fressen sie aber. Und je mehr sie fressen, umso länger lassen sie dich in Ruhe. Der Knusperknochen. Lecker Knabberei, die Otschins KP wiederherstellt. Gib ihm viel davon und kaule ihm den Bauch. Das hat er sich verdient. Diese Lebensritter füllt automatisch KP auf, damit im Gepäck... Ich wollte erst Gefecht sagen... Damit im Gepäck kann man sich ganz auf die Mission konzentrieren. Okay, dafür brauche ich 3, dafür 5 und dafür 2. Die Erkundungsdrohne gönne ich mir auf jeden Fall noch. Ich gucke mir gerade erstmal das hier an. Ah. Das könnte ganz praktisch im Verlauf sein. Ich hebe mir das mit dem Flammenschutz erstmal auf, weil ich brauche das Zeug wahrscheinlich noch. Aber ich gönne mir noch 3 von diesen Karotten. Ich habe nicht gesehen, dass man mehrere auf einmal herstellen kann. Weil das könnte für die größeren Gegner ganz praktisch sein. Haha. Lass mich dich bei dieser Gelegenheit über die Verwendung meines Meisterwerks unterrichten. Dem Aussendehorn. Eigentlich funktioniert es recht simpel. Drücke einfach X, um ins Horn zu stoßen und deine Pikmin auszusenden. Drücke X einmal, um die gewählte Pikmin-Art oder Otschin auszusenden. Mehrfach drücken, setzt die gesamte Truppe aus.
Wie du siehst, ist dieses Horn unerlässlich, wenn es um Transport oder Kampf geht. War es dann ein Dori-Dynamit sozusagen? Ah, guck mal, da steht auch dieser Schnusen. So. Da, dieses Teil. Und dieses Ausendehorn ist praktisch. Und die Drohne, die ist hier drin. Ja, und die kann ich auch unten begrenzt einsetzen. Die Drohne, die testen wir beim nächsten Mal. Und auch mit dem Schnoß reden wir beim nächsten Mal. Aber die sammle ich jetzt auf, während ich meine abmache. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim heutigen Video. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!